Moin moin und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge No Man's Sky. Ja, wir haben anscheinend doch zwei vergrabene Daten, verbuddelte, was weiß ich auch, ne? Ihr wisst Bescheid. Vergrabene Technologien. Punkte. Was rede ich denn hier? So, wir können also. Jo, wir haben zwei. Einmal machen wir das Speichersignal. Läuft. Ja. Und dann einmal den Biotreibstoffreaktor. Sauerstoff, Metall, okay. Scheiße, wo kriege ich denn nochmal Sauerstoff her? Baue einen Biotreibstoffreaktor. Okay. Technologie. Energie. Biotreibstoffreaktor. Ich hoffe, ich kann Kabel durch Wände bauen, aber ich will halt diesen Reaktor nicht in meiner Hütte haben. Ich hoffe, man kann das verstehen. Auch nicht möglich fehlen. Ach so. Ach, scheiße. Metallplatten und Sauerstoff. So, Metallplatten. Kriegen wir hin. So. Und Sauerstoff. Wir haben hier absolut gar nichts. Natrium. Hinten ist Wasserstoff. Das ist nur eine Pflanze. Ach so. Sauerstoff. Ah, alles klar. Nehmen wir. So, nehmen wir hier noch ein bisschen die Wasserstoff mit. Haben wir noch irgendwo, was geben die denn? Ach, gar nichts, ist ja cool. Oder? Nein. Huch! Mal, mal kurz gucken. Aufladen mit Kohlenstoff. So. Jetzt ist natürlich. Wie viel brauche ich dafür? 10 Sauerstoff noch. Süßwurzel. Das ist nicht so ein Ding wie gerade, oder? So eine Monsterpflanze. Das ist doch kein Kupfer. Naja. Ja, wie immer gilt, es ist wirklich gerne gesehen, wenn ihr zur Unterstützung von mir aus ein Like, ein Kommentar, gerne auch ein Abo dalasst. Ich glaube, es tut auch nicht weh. Also ich habe bis jetzt noch keine negativen Kritiken wahrgenommen. Das Natrium. Sauerstoff. Ha! Läuft! Sauerstoffreiche Pflanze. Jawohl. Wenn wir da jetzt noch 10 Sauerstoff rauskriegen, bin ich glücklich. Würde ich sagen. Oh, sogar zwei. Ja, hallo. Wunderbar. So. Warte mal, was brauchen wir? Nee, falsch. Da. Was brauchen wir denn für Speichersignal? Was war das denn? Ach so, das haben wir schon. Das haben wir auch. Das haben wir. Natriumnitrat. Okay, wir brauchen noch zwei Metallplatten. So. Und ich glaube, Natriumnitrat können wir in der Raffinerie herstellen, ne? Mit Natrium? Ich glaube ja. Und wie gesagt, dann geht's gleich erstmal hier weg. Ach was. Ach verdammt.
Nee, warte, wie war das? Ach so. Erschaffen. Hallo? Warum geht das nicht? Sag das doch. So, haben wir das jetzt komplett zu? Da machen wir noch einen hin. So. Ja, und wer hier reinfällt, ist selber schuld. So. Alles klar. Kurz gucken. Zurück. Energiereaktor. Bums. Halte L2 gedrückt, um auf die Verkabelung. So? Ne, hä? Was? Warum habe ich den denn jetzt? Achso. Ofen leer. Jo. Was packen wir da rein? Natürlich, Kohlenstoff. Aufladen. 7%. Für 4 Minuten. Was zur Hölle? Das ist aber nicht gerade effizient. Nicht genügend Strom? Hat er jetzt. Habe ich jetzt. Ja, was mache ich denn hier? Moment. Verkabelung. Achso, Kabel platzieren. Na toll, der Scheiß steht falsch rum, ne? Läuft ja schon. Oh Gott, bin ich dämlich. Junge. Okay. So, tragbar. Speichersignal packen wir uns hier mal links neben die Tür. So, als ein bisschen Deko und so. Ach ja, Natriumnitrat. Raffinerie. Würde ich gerne reinpacken. So. Tragbare Raffinerie. So. Natrium. 3 Stoff. Verdichteter Kohlenstoff. Läuft. Gib Gas. El Bruno. Was, oh, was stand denn jetzt da? Ach, Leute. Was? Ach so, ja, genau. So, das. Ach so, reicht noch nicht. Okay. Ich habe nichts gesagt. Das sollte reichen. Das nehmen wir alles mit. So. Wunderbar. Speichersignal. Nein, würde ich, wie gesagt, gerne nach draußen packen. Und ihr seid auch herzlich eingeladen. Ich glaube, wenn ich jetzt hier Singleplayer spiele, kann keiner beitreten. Müssen wir halt neu anfangen. Aber mich würde es interessieren, wie es sich zu zweit spielt. Also wenn ihr Bock habt, schreibt mich doch einfach mal an. Wie gesagt, es tut auch nicht weh. Es tut genauso wenig weh wie ein Sub oder sonst etwas. Was ist denn jetzt? Anleitung, was? Protokoll, so. Finde uns, höre uns, Energie erzeugen und verteilen. Direkte Verkabelung erlernen. Richte die Konstruktionsforschungsstation. Jep. Da geht es wieder los. Ah, ich habe doch ein elektrisches Kabel gebaut. Oder nicht? Ich hab doch hier eins hingelegt. Also,
schon ein bisschen schwachsinnig, oder? Sehe nur ich das so. Oh, null. Cool. Nehme ich. Was haben wir da? Ein vielseitiger Scanner, der Gebäude in der Nähe erkennt. Kann Navigationsdaten entschlüsseln, um bestimmte Orte zu lokalisieren. Der Signalbooster kann zum einfachen Transport abgebaut und wieder eingesetzt werden. Nimba! Natürlich! So. Wunderbar. Mhm. Auch gemacht. Was? Basisarchive aktualisiert. Neues Signal entdeckt. Basiscomputerprotokoll aktualisiert. Kehre zum Basiscomputer zurück. Jo. Wird gemacht, Sachen. Zugriff auf Protokoll des ehemaligen Nutzers. Zusätzliche Archive wiederhergestellt. Mhm. Eintrag bla 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 folgt. Scanner erkannte ungewöhnliche Übertragung. Wiederholt. 16. Von der Raumstation. Blablabla, bla bla, Punkt, Punkt, Punkt. Warnung. Ende des Archivs. Aufzeichnung unterbrochen. Die Basiscomputerarchive haben ihr Ende erreicht. Wie es aussieht, werde ich es aus ihnen nicht mehr erfahren. Mein Vorgänger hat die Basis wohl verlassen und sich zur Raumstation begeben. Lass mich raten, wir müssen zur Raumstation. Müssen wir nicht? Doch, untersuche die Raumstation. Folgende Fußstapfen des vorherigen Besitzers. Des Basiscomputers. Alles klar. Ladies and Gentlemen, ready for takeoff. So, hier wollen wir noch mal eben gucken. Ach ja, da war ja das. Und hier noch mal. Haben wir noch was? Ein bisschen haben wir noch, ne? Nicht viel, aber besser als gar nichts. So, starten. Gas. Raumstation, nicht dieser Planet. Was? Komm, erstmal hier vom Planeten weg. So. Ich finde das so mega, dass man hier von Planet zu Planet... Das hätte sich früher nie einer vorstellen können, dass das sowas irgendwann mal möglich ist. In Videospielen, weißt du? Und jetzt ist einfach Hammer. Einfach Hammer. Bremsen? Okay. Ist das der Eingang? Ja, ne? Oh, gut. Landesequenz wird eingeleitet. Wunderbar. Ey, die Raumstationen sehen echt mega aus. Erkunde die Raumstation. Finde eine Lebensform, die du über das geheimnisvolle Signal befragen kannst. Das stimmt mit der Musik auf einmal nicht. Ist das so die Raumstationsmusik? Ich brauche ein neues Raumschiff. Ich brauche ein neues Raumschiff. So. Wollen wir mal gucken. Ist anscheinend egal, zu welcher Seite wir erst gehen, oder? Oh! Uff. Was? Bist du denn für einer? Wie ist öfters mal ein Schiff vom Kopf geflogen, oder? Ey, das war nicht... Das hab ich! Das will ich haben! Will ich das haben? Nee. Das will ich haben. Torheit US-7. Ach komm schon, ich wollte nur das... Ach, leck mich doch am Arsch. Wo ist er denn? Da ist er doch. Hey, Schnucki. Bist du das? Was? Nee, 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 nee. Komm.
Mit solchen Leuten handle ich nicht. Ganz bestimmt nicht. Ich glaube, wir sparen noch ein bisschen, ne? Wir haben, glaube ich, sowieso kein Geld, also, ne? Ist so. So, rede mit irgendwem um irgendwas. Ja. Alter. Hättest mich auch mal warnen können hier, du Otto. Code, ja, natürlich. Trotz der unbekannten Sprache, dieser Alien etwas an sich, was darauf hindeutet, dass wir uns schon einmal begegnet sind. Vielleicht kennt er die Person, die vor mir hier war. Nach anderen Reisenden fragen. Die Lebensform macht eine Pause, bevor sie sich abwendet. Sie hat mich entweder nicht gehört oder sich dazu entschieden, meine Frage zu ignorieren. Arsch. Blöder Pillemann. So, ey! Dann du. So, bla 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 bla. Die elegante metallische Hülle des Aliens erwacht zum Leben, als ich mich ihm nähere. Er mustert mich, während die Lichter um sein Helmvisier blitzen. Vielleicht weiß er etwas über die am Basiscomputer hinterlassene Nachricht. Nach 16 Fragen. Es ist der Wahnsinn. Der Blick der Lebensform wird für einen Moment glasig. Ja, natürlich. Weil das. Ja, na klar. Hier ist ja, klar. Natürlich. Die Zahl hatte eine eigenartige Auswirkung auf sie. Sie scheint nicht weiterreden zu wollen. Okay, 16 ist anscheinend bösartig. Teen Push und der Fob. Natürlich. Hey, das metallische Wesen beginnt in einer Sprache zu sprechen, die ich nicht verstehe. Aber wenn ich blinzle, sehe ich dasselbe rote Licht, das mich beim Notrufsignal anstarrte. Was? Wir beobachten dich, reisender Freund. Finde, was wir dir hinterlassen haben. Weiß. Obwohl der Alien spricht, stammen die Worte nicht von ihm. Eine Codereihe wird durch das grelle rote Licht zu mir zurückgeworfen und direkt in meinen Exo-Anzug aufgezeichnet. Das purpurne Licht verblasst und die Lebensform starrt mich durch ihr Helmvisier an. Was auch immer passiert ist, sie scheint es nicht gesehen zu haben. Ich sollte gehen. Vielleicht könnte mein Basiscomputer etwas mit diesem Code anfangen. Joa. Würde ich... Was? Jedes System hat eine Raumstation, die als dessen Hub dient. Du kannst mit den Lebensformen auf der Station sprechen, um zu handeln, Worte zu erlernen oder dein Ansehen bei ihnen zu verbessern. Worte erlernen? Hört sich schon mal nicht so verkehrt an. Weil wir echt gar nichts verstehen. Was bist du für einer? Willst du das Schiff verkaufen? Ja, bla bla bla. Ich nähere mich dem Krieger, aber er merkt meine Anwesenheit kaum. Obwohl er in meine Richtung sieht, fixiert sein Blick einen viel weiter entfernten Punkt. Naja, vielleicht ist er weitsichtig. Zeigt mir die Lebensform ihr Datentablet, auf dem eine Liste mit Sprachsymbolen zu sehen ist. Technologiesymbol? Ey, ich will mehr lernen. Ach, komm schon, mach hin. Sprachfähigkeiten üben. Sehr skeptisch. Ich durchforste mein Gehirn auf der Suche nach den beeindruckendsten Wörtern, die ich kenne. Bewaffnung. Ist natürlich sehr beeindruckend. Geht davon aus, dass ich über das Multiwerkzeug spreche. Die Lebensform nimmt es schützend in den Arm. Ey, Typ, was ist los mit dir? Komm schon. Ich muss lernen. Ich bin neu hier. Ich nähere mich... Ach ja, das hatten wir ja schon. Okay. Tschüss. Gott. Haben wir noch so einen rumdackeln? Oder nur die komischen Robotermännchen? So, hier haben wir... Mehrere Läden? Das ist auch alles neu, sonst gab es immer nur... Wenn ich jetzt... ist das hässlich. Was ist das? Will ich haben. Nanit erhalten. Okay. Ach, warte mal, wir haben doch was zum Verkaufen, ne? Missionsagent? Nein.
Verkaufen. Ey, sowas habe ich doch gar nicht. Wo habe ich sowas her? Egal. Verkaufen. So. Das können wir auch erstmal verkaufen. Das nicht. Beutelgift. Geborgene Dateien könnten wir auch verkaufen, aber ich glaube, die brauchen wir noch. Ich wollte doch mal gucken, was wir so. Funkenkanister, Industriebatterie, ohmisches Gel, experimentelle Energieflüssigkeit. Das brauchen wir alles nicht. Das ist ein Schwachsinn. Sauerstoff könnte man mal ein bisschen mitnehmen, ne? Wo ist denn überhaupt unser 52.000 Units haben wir? Das jetzt gekauft? Ich hoffe doch. Ich hoffe es. Wie komme ich denn? Wo bin ich? Ach, hier. Sagen wir wirklich nur diese kackigen Roboter-Dinger? Kann ich von dir noch was lernen? Ja, ich weiß, du verstehst mich nicht. Ich verstehe dich nicht. Hör auf rumzumeckern. Flimmer. Zwei Lichtquellen erscheinen innerhalb ihrer Maske. Offenbar teilen sich zwei Wesen diesen Körper. Ihren Körper. Korvax-Dialekt lernen, das ist auch nicht. Gelehrten Entität Espuzzel. Was? Mysterium, Handelssymbol, Freundschaftssymbol, das ist doch, glaube ich, mal gut. Wort für Oje? Okay. Ja, das hatten wir schon. Sprachfähigkeiten üben. Blablabla, ausdruckslos an. Ich kann nur annehmen, dass mir die Lebensform zuhört. Ich überlege, welches Korvax-Wort ich sagen könnte. Oh je. Ah. Alles klar. Ich bedanke mich. Auf bald, mein Freund, auf bald. So. Wollen wir doch mal wieder nach Hause düsen. So. Auf geht's. Das war unser Planet, ne? Hier oder hinten. Jetzt will ich da mal kurz gucken. Konnte doch auch irgendwo schießen. Ah, okay. Raketenwerfer? Was? Alter Vater! Tritium! Was? Der Wahnsinn! Silber? Okay. Ne, gut. Reicht jetzt. Ab nach Hause. Was ist denn da so? Was sind das denn für blaue Punkte überall? Oder ist das die Atmosphäre? Ich weiß es doch auch nicht. Ich weiß es doch auch nicht. Ja, das habe ich mir fast gedacht. So, wollen wir ein bisschen Gas geben hier? Und ab nach Hause. Oh, wir können auch auf dem Planeten rumballern. Was? So, ich bin gespannt, ob wir irgendwie irgendwo was zum Landen treffen. So. Bitte nicht in der Bude. Aber das sieht einigermaßen okay aus. So. Was wollte ich jetzt machen? Hä?
Ach so. Ach so. Nee, hä? Verstehe ich nicht. Nochmal. Ach so, egal. Gut. Basiscomputer. Machen wir. 5 Minuten haben wir noch. Roundabout. Mit Entschlüsselung beginnen. Entschlüssele. 16, 16, 16. Ja, das kennen wir schon. Nachricht folgt. Der Reisende findet seine Flügel. Fliege zu uns und sichere dir deinen Platz in den Sternen. Das ist so ein bisschen wie kleine Kinder mit Schokolade in einem schwarzen Van ohne Fenster locken. Entschlüsselte Koordinaten. Haben wir nicht auch irgendwo so eine Sternkarte? Aber wo? Hilfsmittel. Kreaturenköder, Kameraansicht ändern. Nope. Fahrzeug rufen. Exo-Fahrzeug rufen? Wir haben ein Exo. Haben wir wahrscheinlich noch gar nicht, ne? Wahrscheinlich. Uff. Ja. Gut, dann fliegen wir da gleich einfach mal hin. Ich würde nur vorher einmal sagen. Wir gucken uns hier einmal. Ach, ich muss doch gar nicht da einsteigen. Ich vergesse es immer wieder. Wie stellen wir das denn her? Raumschifftreibstoff. Metallplatten, die Wasserstoff. Habe ich nicht die Wasserstoff? Aber nicht genug. Okay. Gut, dann gehe ich jetzt noch ein bisschen sammeln. Und das werde ich. Das werde ich zwischendurch auch mal. Ja, zwischendurch auch mal zwischen den Folgen machen, verstehst du? Weil man hier teilweise echt lange Strecken laufen muss. Durch öde Planeten und öde Welten. Um irgendwelche Sachen zu finden. Ressourcen und so ein Schmarrn. Also wie gesagt, deshalb dann auch zwischen den Folgen. Aber so die die Quests oder was man hier alles entdecken kann oder so, das wird dann wirklich in den Folgen gemacht. Die Wasserstoff. Es gibt keinen Die-Wasserstoff mehr. Ich habe alles weggefressen. Na gut. Mal gucken. Kann man schon? Oh, 8 Stück noch. Nope. Es muss doch sowas noch hier geben. Ich meine, es ist doch ein. Da. So. Wunderbar. Wunderbar. Ich bin begeistert. Das Beste ist immer noch, wenn du mit deinem Raumschiff im All rumfliegst und da Meteoriten, Kometen, was auch immer, schrottest. Warte mal, guck. Kristallfragment. Analysieren. Oh, die Wasserstoff gefunden. Alles klar. Das nehmen wir uns trotzdem mal mit. Auch wenn wir was gefunden haben. Nö. Und. Was ist das? Die Wasserstoffgelee. Nee. Metallplatte. Ein bisschen Ferritstaub. So. Davon nehmen wir auch ein bisschen. So. Lieber ein bisschen mehr als dass wir nachher zu wenig haben, ne? So.
Dioxid. Okay. Na ja, gut, wenn dem nun mal so ist, dann ist das halt so, ne? So. Einmal bitte zum Schiff. Oh, da ist alles voll mit dem Wasserstoff. Meins. Alles meins. Meins. Entschuldigung. So. Findet Nemo war übrigens zu Kindheitszeiten ein super Film. Findet Dory wollte ich auch immer noch gucken. Haben wir denn da schon wieder gefunden? Okay. Gut. Oh, wir haben schon 31. Oh. Okay, Raumschiff. Was wollte... Ach ja. Entschuldigung. Ach, verdammt. Hier, Treibstoff. Mach mir Treibstoff. Boah. Kriege ich das damit voll? Kriege ich. Impulsantrieb. Tritium. Tritium, wie auch immer. Was ist das? Deflektor... Hab ich gar keinen... Dingsbums... Bummantrieb? Ich hab den Namen vergessen. Ich habe den Namen vergessen. Naja, gut. Ja, würde ich sagen. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es macht euch ein wenig Spaß, auch wenn ich hier einfach nur ein bisschen rumlaufe, laber und ein paar Sachen baue, mich hier ein bisschen durchfuchse. Mir macht es auf jeden Fall ein bisschen Spaß. Ein bisschen mehr. Ich bin noch gespannt auf die Story. Ich hoffe, ihr auch. Und ja, wie immer gilt, Support ist kein Mord. Support wäre verdammt nice. Würde mir echt viel helfen. Ja. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, ne? Macht's gut. Ciao.